Willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Wir stehen vor den Toren eines nicht gekennzeichneten Raums und marschieren dort jetzt mal rein, weil wir es können und weil wir die entsprechende Aufgabe dafür haben. Wir sollen die Ruine durchsuchen. Wir schauen mal, ob wir angegriffen werden. Nein, das ist nicht der Fall. Das heißt, wir können einfach nur hier durchlaufen, ohne dass sich irgendjemand um uns kümmert. Und wir schauen mal das uralte Grab an, was da drin ist. Ein Grabräuber versucht uns aufzuhalten. Okay, er hier. Der Barthold Elster. Oha, er hat uns offenbar gefälschte Befehle untergejubelt. Na sowas. Okay, das heißt, in dieser Ruine hier drinnen gibt es schon mal nichts für uns zu holen. Und jetzt schauen wir mal auf die andere Seite rüber, weil da ist nämlich auch noch eine Tür. Wir machen die mal auf. War den Lagerraum von Barad Tarsir. Sieht wahrscheinlich genauso aus. Hier ist ein bisschen was anderes. Okay, einige Wägen sind hier noch drin. Wir werden von Grabräubern überfallen. Das ist okay. Wir werden weiterhin natürlich untersuchen, uns nicht stören lassen. Okay. Und das heißt, wir können euch einfach mal hier stehen lassen. Und wir können wieder zurücklaufen. Okay. Und können dann die Quests abgeben. Mal schauen, ob das das Ende war oder ob wir noch was tun müssen. Ich habe gerade eben, weil ich gesehen habe, dass die Aufnahme schon ziemlich verwaschen ausschaut. Ich habe jetzt mal bei mir ein bisschen die Codierung umgestellt. Ich hoffe, das klappt jetzt, ohne dass irgendwie großartige Ruckler drin sind. Das wird jetzt hier so eine Testfolge. Und falls doch irgendwo Ruckler auftauchen, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir das sagen würdet. Ich werde das Video auf alle Fälle nochmal sporadisch durchklicken und schauen, ob alles passt. Aber es kann durchaus sein, dass irgendwo an bestimmten Stellen nochmal so Ruckler auftauchen. Ich habe jetzt gerade einen kleinen Ruckler gehabt. Vielleicht muss ich die Codierung doch mal ein bisschen nochmal runtersetzen. Ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt nicht irgendwie komplett den Bach runtergeht. Aber das sind jetzt neue Einstellungen, weil es ist echt nicht schön gewesen, habe ich gesehen. Es war ziemlich verwaschen alles. Das müsste eigentlich schon immer so gewesen sein. Und das geht ja, mittlerweile wird es ein bisschen schöner gehen, weil ich ein neues System habe, das etwas leistungsfähiger ist. Und bei mir hier auf dem Bildschirm, während ich spiele, sieht das alles immer so knackig scharf aus, die ganze Spielwelt. Aber wenn das dann codiert wurde, das Video, dann sieht es wieder etwas verwaschen aus. Vor allem in Bewegung. Also wenn man stehen bleibt, dann ist alles auch im Video schön knackig scharf. Aber sobald man sich bewegt, gerade hier zum Beispiel die ganzen Brauntöne und so weiter, die sind dann sehr verwaschen. Und vielleicht kann ich das ein bisschen besser angehen. Ich habe auf alle Fälle ganz leichte Mikro-Ruckler drin. Das heißt, ich muss da auf alle Fälle nochmal was angehen. Ich grüße euch. Die Kreatur wurde von euch besiegt. Das erkenne ich an eurer Kleidung und dem ganzen Dreck darauf. Ich danke euch sehr für eure Mühen. Heute Nacht werde ich in diesem Lager zum ersten Mal durchschlafen können. Das ist super gut. Und das war auch die letzte Quest jetzt. Was benötigt? Die Wagen enthielten also nichts außer Erde und Schutt. Und wer sich dafür interessierte, sollte in einen Hinterhalt geraten. Wenn die Räuber solch verschlagenes Verhalten an den Tag legen, graut mir davor, was uns in den Siedlungen im Norden erwartet. So, dann die Innereien. Die hier sind ganz außergewöhnlich. Sie müssen zwar gereinigt und poliert werden, aber die Arbeit an sich ist hervorragend. Daraus können wir sehr viel über das Gravieren komplexer Details auf Ringe und Ohrringe lernen. Na, wenigstens einer hat Spaß hier, Mensch.
während wir hier die Mageninhalte durchkämmen. Was benötigt ihr? Ihr Anführer hat versucht, euch zu überfallen. Dann war das wohl ein Hinterhalt. Diese Räuber lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen, um uns zu überraschen. Für euch hat es anscheinend nicht gereicht. Eines Tages wird Baratharis hier zusammen mit dem Rest von Ivendim zu alter Größe gebracht werden. Das waren alle Quests. Da ist noch einer. Habe ich dich vergessen? Nein! Bleibt einen Moment. Ah, okay. Letzte Zuflucht der Menschen. Okay, ihr habt viel getan, um uns hier zu helfen. Und dafür bin ich euch dankbar. Doch dieser Koloss und Baratharis hier spielen in Ivendim nur Nebenrollen. Anuminas im Westen und die Anwesen im Norden sind für uns viel wertvoller als die Ruinen hier. Folgt der Straße nach Norden und begebt euch an der Kreuzung nach Westen, bis ihr Tinundir erreicht. Sprecht dort Orkalwe an, er wird euch mehr verraten. Jetzt ist die Frage, wir können immer noch nicht hier hoch. Nein? Jetzt ist die Frage, ob wir zuerst nach Tinundir gehen oder ob wir erst nach Anuminas gehen. Ich würde fast vorschlagen, wir gehen erst hier rüber. Wir haben ja hier noch eine Quest zu erledigen. Da müssen wir in diese Richtung reiten. Dann schauen wir mal, dass wir die Quests hier drüben erstmal machen, bevor wir dann letztendlich wieder zurückreiten nach Tinundir. Können ja mal schauen hier unten. Ah, hier ist auch Pferdemeister. Eventuell können wir sogar dann schnelle Reise hoch machen. Eventuell über Boot oder so. So, wir haben mittlerweile Mittag. Ich habe ziemlich viel Zeit jetzt mit den neuen Einstellungen für die Codierung verschwendet. Aber das passt schon. Hier unten müsste irgendwo ein Questgeber sein. Hier drin. Auf dieser kleinen, schmucken Insel vielleicht. Ja. Da sitzen zwei Herren. Da vorne sind Boote. Wir geben gleich mal dann die Quest ab. Eventuell hat er nochmal eine Folgequest. Und dann müssen wir wieder runter. Und dann können wir alles gleich auf 1 machen. Frischfleisch. Vielleicht könnt ihr uns ja bei der Rückeroberung der Anwesen im Osten helfen. Was? Frischfleisch? Okay, das war offenbar die Quest jetzt. Was kann ich für euch tun? Wieso hat er den... Wieso den Frischfleisch? War das jetzt abwertend mir gegenüber gemeint? Ich weiß es nicht. Menerein heißt der Punkt. Architekten der Geschichte. Es liegt viel Arbeit vor uns und wenn wir Erfolg erhoffen, müssen wir uns sputen. Jeder ist immer im Stress, ne? Jeder, nicht einer kann einfach mal durchatmen, sagen, hey, jetzt setze ich erstmal her, wir essen was zusammen, bevor wir uns dann in Abenteuer stürzen. Oh mein Gott. Okay, ich bin froh, dass wir endlich etwas Hilfe erhalten haben. Wir haben uns bemüht, so viel wie möglich zu erreichen, doch unsere Feinde haben bereits auf uns gewartet. Ich habe herausgefunden, wie sie es geschafft haben, doch wir hatten einfach nicht genügend Leute, um etwas dagegen zu tun. Kurz nachdem ihr Randost befreit habt, sind mehrere Boote am Ufer gelandet. Ich habe ein Treffen zwischen den neu angekommenen Grabräubern und den Streitkräften Angmars beobachtet. Danach haben die Räuber sich in die Hügel begeben und die Angmarim haben ihre Suche fortgeführt. Ich gehe davon aus, dass sie eine Übereinkunft getroffen haben. Die Grabräuber würden für Angmar spionieren und unsere Schritte von weiter oben beobachten. Im Gegenzug wird Angmar den Räubern alle Relikte der Stadt überlassen, die sie nicht wollen. Wenn wir uns zur Straße der Könige begeben wollen, dem uralten Gräberfeld unserer früheren Herrscher, darf der Feind nichts davon erfahren. Damit dies geschehen kann, müssen wir die Hügel leeren und für uns selbst beanspruchen. Okay, ich habe jetzt eine Menge Ringe hier. Aber, hä? 11 Maladan dabei, Artobel zu erkunden. 11 Natrandir mit den Räubern von Tam... Hä? Sind alle hier? Ach, da unten sitzt einer. Die sind aber gut versteckt gewesen jetzt. Die habe ich ja überhaupt nicht gesehen. Wieso habe ich denn die nicht gesehen? Ich stand hier. Der war sehr versteckt hier. Und die Ringe sind ja auch nicht golden. Da drüben ist der andere. Also die... Uiuiui, das ist ja besser wie bei der Bundeswehr mit Tarnanzug. Nicht schlecht. Netrandir.
Dürfte ich euch einen Die Spiegel Moment von Tam Sarch. Tam Sarch war vor dieser Woche kein besonders wichtiger Ort. Anfang der Woche haben die Grabräuber sich dorthin begeben und angefangen, sie zu plündern. Die Plünderei macht mich zwar wütend, doch wir haben ein viel größeres Problem, um das wir uns kümmern müssen. Immer wenn wir uns bewegen, sehe ich ein Glitzern aus den Hügeln. Wir wissen, dass die Angmarim eine Vereinbarung mit den Grabräubern geschlossen haben, also werden sie die Angmarim über unsere Bewegungen informieren. Wir können nicht zulassen, dass dies so weitergeht. Wir müssen ihnen die Fähigkeit nehmen, sich gegenseitig Signale über unsere Schritte zukommen zu lassen. Begebt euch nach Tam Sarch und sammelt die Spiegel, welche die Grabräuber nutzen, um die Angmarim auf den Laufenden zu halten. Die sind wo? Hier oben. Okay. Dann Räuber von Tam Sarch. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit Einige Leute stehen? Verbringen ihr Leben, ohne jemals eine Änderung anzustreben. Sie wiederholen immer wieder dieselben Fehler. Es scheint, als wären die Grabräuber in Ivendim da keine Ausnahme. Nach Randost blieb den wenigen, die es überstanden haben und geflohen sind, eine Wahl. Ein entscheidender Moment in ihrem Leben. Sie hätten zur Feste Foto zurückkehren können und wieder ehrenhafte Leben beginnen können. Die meisten sind stattdessen in den Süden gesegelt. Sie sind an diesen Ort gekehrt, haben mit einem Feind verhandelt, dessen Größe ihnen nicht bewusst sein kann und haben sich wieder ihrem alten Leben zugewandt. Während sie von Tam Sarch aus Signale an die Angmarim übermitteln, die sich weiter unten befinden, plündern sie außerdem den Ort. Sie hatten die Chancen und haben sie nicht wahrgenommen. Ihr Urteil steht und es ist an der Zeit, dass sie es akzeptieren. Natürlich werden die das Urteil, dass sie sterben werden, akzeptieren müssen. So, hier oben ist noch einer. Langbogen von Tam Lägamon. Die Grabräuber in Tam Sarch schicken auch jene in Tam Lägamon Nachrichten über unsere Schritte nach Angmar. Doch sie verwenden eine andere Methode. Sie haben Langbogen, mit denen sie brennende Pfeile auf uns schießen. Diese ermöglicht es ihnen, uns in der Nacht zu verfolgen. Es verhindert, dass wir in der Nacht heimlich agieren und hat uns so schon viele Schwierigkeiten beschert. Ich möchte, dass ihr ihnen diese Langbogen abnehmt. Wenn wir uns nicht frei an der Straße der Könige bewegen können, können wir nicht voranschreiten. Und das müssen wir. Ganz schön viele Quests hier. Räuber von Tam Lägamon. Wenn ihr auf dem Hügel über uns nach Westen reist, findet ihr die Ruinen von Tam Lägamon. Einst waren sie ein Refugium für die Herrscher des nördlichen Königreichs. Sie zogen sich dorthin zurück, sahen auf ihre Stadt, den See und ihre Vorfahren hinab und dachten über die Zukunft nach. Nun haben sich bösartige Menschen in den Ruinen verbreitet und wenn sie auch auf dieselben Dinge hinabblicken, sind ihre Ziele düster und bösartig. Es sind Grabräuber, die gekommen sind, um die Ruinen zu plündern. Jeden Tag nehmen sie mehr mit sich. Die Räuber müssen aufgehalten werden, neben jenen in den Hügeln scheinen nicht mehr viele zu verbleiben. Wenn wir dem Ganzen jetzt ein Ende setzen, sollte Ivendims Zukunft von ihnen frei sein. Die sind hier unten, ganz am Ende. Dann, oh, steht hier einfach mal so ein Grabräuber. Und keinen interessiert's. Hallo? Ein abgehärteter Grabräuber steht in eurem Lager und es ist euch egal. Dann geht er wieder. Die Gastfreundschaft der Waldelben, der Waldläufer, lässt zu wünschen übrig. Bleibt einen Moment. Artobel auskundschaften. Ich habe gesehen, wie die Räuber sich auf den Hügeln über uns bewegt haben. Sie scheinen sich auf zwei Ruinen zu konzentrieren. Tam Sarch und Tam Lägamon. Aus meiner Kindheit, in der ich in den Hügeln gespielt habe, erinnere ich mich an eine dritte Ruine, Artobel. Der Turm, der sich dort befindet, würde eine sehr gute strategische Position ergeben. Man kann die Straße der Könige überblicken, ebenso wie die Gewässer des Baranduin im Südosten und an einem klaren Tag kann man Tinudir sehen. Wenn ich mich recht erinnere, waren die Türen zu diesem Ort versiegelt und seit langer Zeit hat sich niemand dorthin begeben. Ich möchte euch bitten, nach Südwesten zu ziehen, in die Hügel, um den Eingang zu finden. Könnt ihr dort schauen, ob ihr Spuren entdeckt, die erst kürzlich entstanden sein könnten. Machen wir. Und da vorne ist auch nochmal ein Questgeber. Würdet ihr mir vielleicht ein Questgeber. Erweisen? Frühstück in den Ruinen. Bleibt doch ein wenig, ich würde mich nämlich gerne mit euch unterhalten. Das ist mal eine schöne Begrüßung zur Abwechslung. Ne? Nicht, dass er uns vielleicht gerade was zu essen und trinken anbietet, aber ne, nicht so, du musst, sondern jetzt bleib erstmal hier. Wir sprechen das in Ruhe durch. Meinen Leuten liegt viel am Schutz des alten Dunedain-Vermächtnisses von Anuminas, aber leider sind wir hier immer weniger geworden.
Ab und an haben wir Abenteurer aus der Feste Vorruth nordöstlich von hier angeheuert, die dabei helfen sollen, die alten Herrenhäuser und Grabmale von Plünderern zu schützen. Einer dieser Abenteurer, ein Mann namens Alfred Kleinen, bewacht einige Gräber von Minereien. Es wäre nett, wenn ihr ihm diese Vorräte bringen könntet. Begebt euch aufs Festland und folgt dann der Küstenstraße nordöstlich nach Minereien. Kurz nachdem ihr Minereien erreicht habt, die Grabstätte, an der viele der alten Könige meines Volkes zur Ruhe gebettet wurden, werdet ihr Stufen sehen, die in den Hügel gehauen wurden. Diese Stufen führen hinauf in das Lager von Alfred Kleinen. Okay. Wir haben alle Quests angenommen und jetzt schauen wir mal. Muss ich da Frühstück noch extra mitnehmen? Oder aufheben? Ach, der ist hier oben nur. Der ist hier ganz in der Nähe. Irgendwo hier oben. Oh, von Alfred Klein ist zwar keine Spur zu sehen, aber unter seinen Sachen habt ihr ein Tagebuch gefunden. Da vorne einen Zettel. Ist das das Tagebuch jetzt? Bringt die Vorräte und das Tagebuch wieder zu Hellig hier. 17. September. Nun endlich kehre ich zum allerersten Mal zurück zum Sitz meiner Ahnen in der Nähe von Anuminas. Lange hat mein Geschlecht in unserem alten Herrenhaus gelebt. Es ist notwendig und richtig, dass die Kinder der Dunedain wenigstens einmal ihre alte Heimat aufsuchen. 19. September. Ich habe auf Tindutir Halt gemacht, um Kalinglad meine Hochachtung zu erweisen. Er wies mich warnend darauf hin, dass die Region immer gesetzloser wird und Grab sowie andere Räuber eine ständige Bedrohung darstellen. Ich kann kaum glauben, dass wir so tief gesunken sind und uns vor solchen Dingen in Acht nehmen müssen. Doch ich setze meine Hoffnung auf Aragorn, Arathons Sohn, und vertraue darauf, dass er uns zu altem Ruhm zurückführen wird. 20. September. Dies ist wahrlich ein fremdes Land. Ich hatte mir gewünscht, mich in unseren alten Landen willkommen zu fühlen, doch überall geschehen unheimliche Dinge. Merkwürdige Lichter treiben im Weiher, unnatürliche Schlangen und Schlimmeres. Letzte Nacht schien mir, als hörte ich in der Ferne Warge heulen. Wenn das Königreich wiederhergestellt ist, wird sich all das ändern, das schwöre ich. 21. September. Nun bin ich mir sicher, dass ich verfolgt werde, doch nicht von mörderischen Kreaturen, von Menschen. Aber ich hoffe, morgen Anuminas zu erreichen und sicher wird es dem Wächter und mir gelingen, alle Räuber abzuwehren. Was kann ich für euch tun? Ihr habt ein Tagebuch gefunden, Tollfuß. Lasst es mich einmal sehen. Vielleicht lässt sich darin ein Hinweis darauf finden, was mit Alfred Kleinen passiert ist. Das sind schreckliche Nachrichten. Ich muss davon ausgehen, dass nicht nur Alfred Kleinen, sondern auch Waldläufer Ior Trina von Räubern angegriffen und getötet wurde. Ich fürchte, beide sind irgendwo verscharrt worden. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit? Es ist eine Schande, dass ein Waldläufer und ein treuer Freund ihr Ende in den alten Landen der Dunedain finden mussten. Alfred Kleinen war ein guter Mann und viele von denen, die heute in der Feste Vorruth leben, sind wie er ehrlich und zuverlässig. Dennoch gibt es in der Feste auch einige, die sich nicht schämen, die unbewachten Ruinen von Ivendim zu plündern und auszurauben. Aber einen der ihren zu töten, das ist der schlimmste Verrat, Tollfuß. Ich bitte euch, einige der anderen Wächter von dieser Gefahr zu unterrichten. Sitwaring ist ein Freund der Dunedain und hält in diesem Lager Wache. Wir wissen doch noch gar nicht, ob der tot ist. Ich meine doch nur... Der könnte ja noch leben, der könnte nur mal kurz ausgetreten sein, irgendwo sein Geschäft verrichtet haben, während ich zufällig hochgekommen bin. Und jetzt wird gleich davon ausgegangen, dass er tot ist. Das ist völlig inakzeptabel. Ah, wer seid ihr? Ihr kommt also von Helich hier? Ein bisschen spät, aber vielleicht nicht zu spät. Ich wurde gerade gleich hier um die Ecke von Männern angegriffen, die ich kenne. Nachbarn aus der Feste Vorruth. Die unter der Macht von Brüchan, dem Verwegenen, zum Bösen getrieben wurde. Das sind Leute, mit denen ich aufgewachsen, ja sogar verwandt bin und die jetzt verrückt nach den Reichtümern sind, die ihrer Meinung nach in diesen Ruinen verborgen liegen. Die Räuber, die mich angegriffen haben, fürchten sich nicht vor Vergeltung. Ihr könnt sie selbst jetzt auf der Insel dort drüben graben hören. Erteilt ihnen eine Lektion und beschafft einige der Relikte wieder, die sie gestohlen haben. Sie könnten auch einige der Relikte auf eine andere Insel etwas weiter südlich gebracht haben. Geht zu ihrem Lager hier in Menereien, sammelt die gestohlenen Relikte ein und bringt sie zurück nach Helichir.
sagt dort, dass wenigstens Sid Waring noch nicht seine Treue und den von ihm geleisteten Eid vergessen hat. Okay, das ist gleich hier drüben in der Nähe. Könnt ihr nochmal schnell rüberdüsen, bevor diese Folge auch schon wieder vorbei ist. Die wird jetzt relativ viel... muss ich gar nicht besiegen. Die wir relativ viel jetzt mit Questtexten verbracht haben. Muss ich denn hier hin? Ah, hier rein. Okay, wir können das einfach so machen. Die greifen uns nicht an. Wir müssen einfach nur diese Truhen plündern. So, und dann hoffe ich mal, dass alles gut gegangen ist mit den neuen Aufnahmeeinstellungen. Und dass das jetzt nicht irgendwie zu einer Ruckelorgie ausgeartet ist. Neue Tat, die Gräber von Eventim. Gibt ganz schön viele Gräber. Okay, weiter rüber noch. Ah, das ist so entspannt, wenn du einfach hier rumlaufen kannst. Ohne, dass dich irgendjemand behelligt. So, hier müssten noch irgendwelche sein. Da drin sehe ich was blinken. Yep. Und da ist die letzte Kiste. Und dann ist diese Aufgabe auch schon erledigt. Und nebenbei entdecken wir auch noch... Wir müssen mal schauen, eventuell... ich weiß nicht, ob wir hier überall bei den ganzen Gräbern vorbeikommen, damit wir die Tat erfüllen. Ich laufe jetzt einfach mal hier ein bisschen rum, ein bisschen hoch. Ich glaube, das haben wir schon entdeckt hier oben. Damit wir alle mal ablaufen und das Buch der Taten erfüllen können. Das ist nämlich relativ einfach. Wenn es so einfach ist, können wir das auch gerne machen. Ich grüße euch. Gut zu wissen, dass die gestohlenen Relikte wieder beschafft wurden. Außerdem kennen wir jetzt den Namen eines der Anführer dieser Bande. Wir müssen uns rasch um den Schutz der anderen Ruinen kümmern, Tollfuß. Würdet ihr mir vielleicht Giliron, einer meiner Leute, bewacht eine dritte Ruine. Sucht ihn auf und warnt ihn vor den Räubern, die wieder mutiger geworden sind. Giliron ist bei einer Ruine auf einem der höchsten Berge über dem See in Menerain. Der Weg dorthin wird beschwerlich werden, durch die alten Straßen, durch die Berge... da die alten Straßen durch die Berge kaum noch auszumachen sind. Beeilt euch, Tollfuß. Glirion könnte bereits in Gefahr sein. Der ist ganz hier oben. Okay, machen wir beim nächsten Mal. Haben einen Arsch voll Quests jetzt, die wir abgehen müssen. Bleibt mal hier stehen, mittig auf der Straße. Dann müssen wir beim nächsten Mal hier runtergehen und hier hochgehen. Und eventuell hier noch, müssen wir mal schauen, wo die ganzen Quests noch sind. Und die machen wir dann beim nächsten Mal. Und wahrscheinlich wird das nächste Mal dann der Livestream sein. Gehe ich davon aus. Wenn ihr wissen wollt, wann der Livestream ist, dann schaut auf den Discord. Den findet ihr im Beschreibungstext dieses Videos. Oder schaut einfach mal auf Twitter oder Facebook. Ich poste das schon einigermaßen frühzeitig. Und es würde mich freuen, wenn der ein oder andere dann auch vorbeischaut. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.